Geschwind zur Einführung. Es geht um den Buchbinder Wanninger. Das ist ein Stück vom Karl Valentin. Und da geht es um jemanden, der rumgeschickt wird. Also Warteschleife ist nicht erst seit Handy und Internet. Warteschleife gibt es schon öfter und schon immer. Okay? Das ist das ja ein bisschen zettelig, aber wir machen es trotzdem. Super. Okay? Es geht jetzt auch. Das ist auch ein bisschen bohrisch, dass ihr euch einhört, gell? Jetzt schauen wir mal, wenn wir es hinkriegen. Ha? Okay, ich wähle jetzt. Ruhe im Schiff. Hier Baufirma Meisel und Kompanie. Ja, hier ist der Buchbinder Wanninger. Ich möchte nur der Firma Meisel mitteilen, dass ich jetzt die Bücher, wo sie bestellt haben, fertig habe. Und ob ich die Bücher hinschicken soll oder und ob ich die Rechnung mitschicken darf. Einen Moment, bitte. Ja. Hier Meisel und Kompanie Sekretariat. Ja, hier ist der Buchbinder Wanninger. Ich möchte Ihnen bloß mitteilen, dass ich die Bücher, dass ich die jetzt fertig habe, ob ich die Bücher hinschicken soll und ob ich die Rechnung auch damit hineinlegen darf und mitschicken soll gleich. Bitte. Einen Moment, bitte. Ja, schon recht. Direktion der Firma Meisel und Co. Hier ist der Buchbinder Wanninger. Ich möchte Ihnen nur und der Firma Meisel mitteilen, dass ich die Bücher jetzt fertig habe und ob ich die Bücher hinschicken soll zu Ihnen und ob ich die Rechnung dann auch gleich mit hinschicken soll. Bitte. Ich verbinde Sie mit der Verwaltung. Einen Moment bitte. Ja, ist schon recht. Hier Baufirma Meisel und Co. Verwaltung. Hä? Jawohl. Hier ist der Buchbinder Wanninger. Ich möchte Ihnen nur mitteilen, dass ich die Bücher jetzt fertig gemacht habe und dass ich es jetzt hinschicke oder dass ich es hinschicken soll oder ob ich die Rechnung auch dann gleich mit hineingeben soll. Rufen Sie doch bitte Nebenstelle 33 an. Sie können auch gleich weiterwählen. So, da muss ich gleich, jawohl, ja, ist schon recht. Danke, bitte. Bin ich neugierig. Hier Baufirma Meisel und Kompanie. Ja, der Ding ist hier, der wer dort? Hier Baufirma Meisel und Kompanie. Ja, ich hab's den anderen schon ein paar Mal gesagt. Ich möchte Ihnen nur das jetzt mitteilen, Fräulein, dass ich die Bücher zu Ihnen hinbringen soll oder hintrage. Und ob ich die Rechnung soll ich dann vielleicht eventuell auch gleich mitschicken, wenn Sie es erlauben, Daten. Ja, einen Moment mal, ich verbinde Sie mit Frau Ingenieurin Plaschek. Wie bitte? Hier Ingenieurin Plaschek. Ja, hier ist der Bau, hier ist der, wer ist dort? Hier ist der Buchbinder Wanninger. Ich möchte Ihnen nur und der Firma mitteilen, dass ich jetzt dass die Bücher fertig gemacht habe, die 12 Stück, und ob die Bücher dann alle zu Ihnen hinkommen sollen, dass ich es hintrage oder ob ich die Richtung auch hin offerieren sollte, bitte zu Ihnen. Ja, da weiß ich nichts davon. So. Fragen Sie doch mal bei Herrn Architekt Klotz an. Einen Moment mal, bitteschön. Wie heißt jetzt der? Was hat jetzt der für eine Nummer? Hey, Herrgott, Sakrament! Architekt Klotz? Wanninger, ich möchte dem Herrn Ingenieur nur das jetzt mitteilen, dass ich,
dass ich die Bücher schon fertig gemacht habe und die und ob ich die Bücher noch jetzt nachher hinschicken soll zu Erna, weil ich die Rechnung auch gleich mit dabei habe und die würde ich dann auch gleich, dass ich, habe ich es dazugeben vielleicht dürfen? Ja, da fragen Sie am besten Herrn Direktor selbst. Der ist aber jetzt nicht in der Fabrik. Wo ist jetzt der nachher? Ich verbinde Sie gleich mit der Wohnung. Na, passen Sie auf. Hallo, hallo. Ah. Ja, hier ist Direktor Hartmann. Ja, der Ding ist hier, der Buch bin der Warninger. Ich möchte nur anfragen, ob ich Erna jetzt das mitteilen soll wegen den Bücher, weil ich habe die jetzt fertig gemacht in der Werkstatt und jetzt haben wir es fertig. Und ob ich es Erna nachher mit der Rechnung auch hin mitschicken soll, wenn ich hätte jetzt Zeit. Ja, ich kümmere mich nicht um diese Sachen. Ja, vielleicht weiß die Abteilung 3 Bescheid. Ich schalte zurück in die Firma. Wer ist? Wo soll ich hingehen? Herrgott, Sakrament! Baufirma Meisel, Abteilung 3. Ja, der Ding ist hier, der Buchbinder Warninger. Ich habe jetzt den anderen schon so oft gefragt. Ich möchte nur an Herrn Direktor fragen, dass ich die Bücher fragen, dass ich. Soll ich die Bücher? Ich habe die Bücher fertig gemacht. Und ob ich es nachher zu Erna hinschicken soll und Rechnung hätte ich auch geschrieben, ob ich die auch gleich mit den Büchern zusammen, die Bücher mit zum Herrn Erna hinschicken soll, dann bitte. Einen Moment, bitte. Ich verbinde mit der Buchhaltung. Na, bitteschön. Firma Meisel und Kompanie Buchhaltung? Hallo, wie? Ja, ich möchte nur der Firma mitteilen, dass ich die Bücher jetzt fertig habe und ich darf's jetzt gerne hinaufschicken in eigene Fabrik. Und da möchte ich nur fragen, ob ich die Rechnung auch gleich mit hineinbeilegen soll, auch bitte? So, sind die Bücher nun endlich fertig? Hören Sie, dann können Sie mir ja dieselben morgen Vormittag gleich. Ach, rufen Sie doch morgen wieder an. Wir haben jetzt Büroschluss. Was? Jawohl, ja, so, Dankeschön, entschuldigen Sie vielmals. Saubernde Drecker, die!